Hallo und willkommen zurück zum Sendetour. Jo. Wo fange ich hier an? Neue Befehle vom Oberkommando. Bewegt euch entlang des Kernpfads zum Außenposten am Waldrand. Koordinaten werden übertragen. Das wird ein langer Weg, das ist sehr weit von hier. Rest bist du. Okay. Naja, das Reisen ist ja toll, aber aber ist die Anlage schon. Was? Wirklich? Oh, okay. Wirklich sicher? Ich meine, was, wenn sie erneut angegriffen wird? Diese Typen fürchten sich doch vor jeder Fliege. Ach so, die Leute. Ach, die kommen auch eine Weile ohne uns zurecht. Das hier draußen ist eine nette Abwechslung. Endlich gibt es mal wirklich was zu tun. Wo Stimmenimitation lernen, kann man das? Kann man andere Stimmen lernen? Geht das? Weiß nicht. Alright, let's do this. Weiß es nicht, okay. Ich ändere mein Aussehen. Oh, ich kann nur einen Turm mitnehmen. Cool. Welchen nehme ich mit? Ah, du hast den ich nicht besitze. Welchen nehme ich mit? Ich kann zwei mitnehmen, die du nicht besitzt, wenn du willst. Okay. Ich will meinen neuen ausprobieren. Weiß nicht, ob der so gut ist. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich mag, am liebsten mag ich Kanone und Blitzschlag. Gatling, ja, weiß auch nicht. Und prinzipiell, du hast Kairos dabei. Bist du rausgeflogen? Fragezeichen. Nö. Aber bei dir steht, hurra, die geteilten Spiele sind wieder verfügbar. So, bei mir stehst du immer noch hier im Raum und du hast, oh, hallo, du bist wieder auf dem Titelbildschirm, da die Verbindung zum Host verloren ging. Ah, okay. Das Spiel hat sich aber geschlossen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt Nein gesagt hat. Wer hat's wohl keinen Bock gehabt? Ja, sieht so aus. Bist du auf den Weg? Ja. Warten, bis klar wird. Der Spieler 32 Level. Wenn du meinst. Ja, 16 normal und 16 DLC. Akzeptieren. Ja, jetzt bin ich normal drin. Okay, keine Ahnung, was das Spiel gerade eben hatte. Wie schaut denn die Map aus? Mein Gott, Fenster geht zu, ich sehe nichts. Bin ich? Ach, sogar out of map, ist ja lustig. Richtig. Ah, da unten ist unser Kern, okay. Man sieht hier nicht, mit was die uns angreifen wollen. Der Gegner, oder was meinst du? Ja, was so kommt. So, okay, bin gleich im Level. Also, Also, du bist auch warst schon noch das gar nicht im Duba. Level. Okay. Ich darf bauen? Ach so, meinst du, der Typ, der zuerst joint, kriegt die Blöcke? Weiß ich nicht, vielleicht. Können wir mal testen. Aber mach mal da, wo du bist, mach den mal zu schon mal. Genau. Wen genau? Den Weg. Das da. Ja. Perfekt. Und jetzt kommt unten rechts das Labyrinth hin. Mehr oder weniger labyrinthmäßig. Was du auch noch machen könntest, hier am Anfang gleich, da siehst du, wo ich hinleuchte, die Warte. kannst du. So. Bist du soweit? Also, jetzt kann ich weiter erkunden. Okay, mach mal die zwei noch zu hier bei mir. Hä? Ist Und das ein danach kümmern wir Jumppad? uns ums Labyrinth. Cool, man kann hier Ja. springen. Ja.
Oder ich habe Minen gefunden. Ja, ich habe auch schon eine gesehen. Also wie gesagt, ne, du darfst dich um alles kümmern, weil ich nichts hab. Ich warte also auf dich. Schaut so aus, als wäre der Knopf, den man drücken könnte. Also ist möglich. Ist tatsächlich ein Knopf, den du einmal die Woche, einmal die Runde aktivieren kannst. Einmal die Woche. Ja, einmal die Runde, das ist, den habe ich. Kannst dir den Guide durchlesen. Da geht's nämlich um Environment. Okay, also hier kommen wir raus, hier sollte ich jetzt voll das Labyrinth hin basteln. Ja. Überleg dir ein tolles. Also wo auf jeden Fall was hin muss, sind die zwei hier, wo ich stehe. Die müssen später so oder so zugemacht werden. I can't build there. This is gonna get him. Ja, mach's erstmal so, genau. Ist jetzt dann eh alles alle. Okay. Was für eine Reichweite hat denn dieser Turm hier? Ich sehe den Radius kaum. Schon ziemlich heftig. Das da war der Elektroschocker. Den mache ich immer ganz gern. Ich bin pleite. Los geht's! Wir können uns mit Knockback tatsächlich gegenseitig behindern, also das ist dir nicht nur so vorgekommen gestern, das ist tatsächlich Fakt. Witzigerweise. Behindert. Ja, ist tatsächlich behindert. Wie geht's weiter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Macht's mehr Sinn, den Weg so weiterzuführen oder soll ich hier einmal straight nach vorne? Was meinst du? Willst du dann dort lang? Dort lang? Ah ja, ja, ich glaube, ich würde tatsächlich straight machen jetzt. Der Rest gehört dir. Also es geht sich dann perfekt aus, wenn ich jetzt nicht komplett doof bin. Ja. Dann würden wir hier noch zumachen. Oder hier offen lassen. Naja, also wirklich perfekt geht's. Wir gehen mal. Killing off vermin. One tower at a time. Was für eine Reichweite hat der? So. Macht das. Beginnt das nach da oben. Let's get started. They're here. Ah ja, die, wo man nur von hinten. Gucken, was das hier macht. Nur Nullen. Ah, das hat sich gelohnt. Ah. Auf mich anzugucken. Ja, es ist voll nervig. Der stört wirklich. Au. Okay, mein Bildschirm ist grau. Noch einer und ich bin tot.
machen auch so viel Schaden. Okay. Back in the game. Die haben 1 Million Lebenspunkte später. Es wird also ein Spaß. Ich verstehe auch gar nicht, wie ich den countern soll, dass er sich umdreht. Ich kann da gar nicht um den rumlaufen. In der Zwischenzeit. Wenn er mich angreift. Einfach nicht so nah rangehen, ist wahrscheinlich der Counter. Vermutlich. Ja. Shit, was habe ich gemacht? Ich wollte eigentlich nur Basen setzen und keine Türme. Ja, du hattest Türme ausgerüstet, wie scheint. Hey, ja. Warte. Bringt da noch gerade einen oder was? Ah, okay. Geht's hier weiter? Noch 2 und dann sind wir eigentlich schon fertig. Dann können wir uns hinten noch einen Spaß erlauben, aber was Tower angeht, sind wir eh bald am Limit, oder? Steht denn das 10 von 15? Dann würde ich gerne hier noch so richtig heftige Gatlin oder Elektro. Was kommt denn hier? Normales Zeug. Ich glaube, ich grade mal jetzt nur noch ab fürs Erste. Ist doch nett, wenn sie sich wehren. Nein. Oh. Etwa nicht. Das war die Sache, die ich besser am ersten Teil fand. Die haben sich nicht gewehrt. Voll schön mit in den Schuh. Okay, wo meinst du? Macht doch am meisten Sinn so, oder? Du kannst deine 2 noch dran setzen. Ja. Hm. Ansonsten 2 Tower können wir noch dann da hinten platzieren, wenn wir wollen. Oder hier in dem Killbereich, aber ich werde jetzt erstmal nur upgraden. Oh, ich habe 10 Punkte zu wenig? Na, meinetwegen. Oder kommen Gepanzerte, das ist nicht gut. Okay, get ready. Die Kleinen wollen da quasi durchkommen, während der Turm sich am Gepanzerten verausgabt. Und wir schießen einfach die Kleinen zu Klump. Wenn die Kleinen machen, passen, ja. Wir sind so verdammt tanky. Das regt mich echt schon auf.
Also ich sag dir eins, ich kann dir einfach keinen Schaden machen mit meiner Stürme, der Spieler aus. Den gepanzerten kannst du, triffst du einfach nicht, oder? Ja, anscheinend. Ich bin jetzt gerade direkt in ihm gestanden. Ich habe auch oben die Leiste angeschaut, jetzt sich kein Millimeter bewegt. Es ist doof, weil ich nicht weiß, ob ich die schaffe. Kannst du rechts klicken, mit meiner anderen Waffe. Aber der hier, ich meine, ich kann mal rechts klicken mit der machen, vielleicht ist das auch. Hast du nicht ein normales Sturmgewehr? Mit dem kannst du da ja wohl reinballern. Nein, eben nicht! Hier. Doch, deine Standardwaffe ist doch ein... 0000000000000! Ganz deine Nullen, jeder Schuss. Wieso läuft denn der so weit außen rum gerade? Hier ist doch nichts gebaut. Ja, das mach ich halt gerne. Hier, alles Null. Das Viech gibt uns extra Zeit. All clear for now. Ah. Okay. Kannst du auch mal ein Video sehen, bald. Okay. Ja? Perfekt. Dann... keine Ahnung. Hä? Warte mal, wo läuft denn der, wenn ich das da hinbaue? Nimmt der jetzt? Ja. Warum sollte ich das machen? Warum nicht? Wir haben noch einen Turmslot frei. Zwei sogar, okay. Killing off Vermin. One tower at a time. This will do it. Oh, Overcharge. Zwanzig kleine Würmer. Wie eklig. Der Krieger hat Priorität. Oh, die Kleinen sprengen sich, wenn man nah dran ist. Eklig. Wieso sind diese Aliens immer so eklig? War aber leicht jetzt. Ja, so kann es halt passieren. This is gonna get him. Achso, ich stehe einfach mitten in dem Energieball. Auch vier gepanzerte Ärsche. Fünf Krieger. Das ist sehr nervig. War jetzt aber leicht. Okay, die sind alle schon auf Stufe 3. Wie geht's der Gatling hier? Was? Das fällt, oder? Interessant. Was hast du gerade gemacht? Sorry, ich bin gegen mein Mikro. Okay, das hat nämlich deine Stimme verändert. Krasser Scheiß.
Okay, ich habe noch drei Plattformen, die könnte ich irgendwo setzen. Okay, ja, ich habe das Labyrinth hier noch nicht ausgeklügelt. Aber ich dachte, das sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja, aber das würde ja dann so mit deinen nicht so passen. Wieso? Es geht halt nicht bis ganz zum Schluss, logischerweise. Ja. Geht nicht bis zum Schluss. Ja. Okay, ja, na und es ist halt doof. Design hier. Oh, warte, wer hat mich da gerade angeschrieben? Mega-Raid-Stunde. Ah ja, interessant. Okay. Here they come. Was ist das denn? Oh. Hi. Der Schwamm ist geplatzt. Ja, so nennt man die. Die Namen stehen sogar drüber. Das ist mir vorhin auch noch, gestern auch noch nicht aufgefallen. Matriarchin der Kreischer. ...300.000 Lebenspunkte. Schon krank. Ja, für Schwämme hat man eine Gatling am Anfang. Die kommen sowieso nicht bis dahinter, scheiß aufs restliche Labyrinth. So. Ja, so schön rote, komplett rote Ecke hier, finde ich sehr gut. Wir haben keinen Turmslot mehr, gell? Sonst hätte ich vielleicht tatsächlich nochmal Raketen. Ich kann ja auch auf die Map schauen, wenn ich sehen will, wer fertig gebaut ist. Ja. Ist so, rot ist fertig, grün ist nicht fertig, blau ist... Ja. Leer. Orange ist Stufe 2, glaube ich. Na, Mist. Ich habe halt eigentlich Waffen für Flächenschaden. Möchte ich mich eigentlich nicht auf diese blöden Läufer konzentrieren, aber wenn du meinst, dass du denen echt kein Damage machst, ist das halt... Dann laufe ich den jetzt mal hinterher. Ich mache ihn halt nur mit einer Waffe Schaden. Ja, reicht ja. Nur mit dem Rechten. Alle anderen sind ja jetzt... Achso, okay. Nein, ich kann mir vorstellen, dass die explosive Rechte vielleicht machen. Ich meine, ich sehe auch einen Haufen Nullen, weil der Flächenschaden außen keinen Damage macht. Aber drinnen habe ich hier 900. Yay. Ich kann anscheinend nicht ins Innere treffen. Vielleicht haben die in dir auch eine Panzerung und wenn du zu wenig Schaden machst, dann geht es nicht durch oder so. Oh, das kann tatsächlich sein. Sollten wir vielleicht ja nochmal nachlesen. Bei irgend sowas gibt es tatsächlich, dass man zu schwach für eine Panzerung sein kann. All
Ah, es wird automatisch nachgeladen am Wellenende, sehr schön. Ich habe nicht geguckt, was da... Oh, Rhinos. Okay. Rhinos sind der Grund, weshalb man keine langen Linien haben möchte. Hey, die sind einfach schneller. Ja. Sowas gab es im ersten Teil ja auch schon. Die sahen nur anders aus. Die Rhinos sehen ja cool aus. Ja. Mehr wie Stollrack. Oh, ich bin grau, okay. Das war jetzt das zweite Mal. Noch einmal muss ich mich beinahe töten lassen. Musst du? Hm? Achso, ja, warte, ich arbeite gerade an dem Mir doch Wurscht Achievement. Erhole dich dreimal von nur einem Lebenspunkt, ohne dabei zu sterben. Mir doch Wurscht. Oh, was ist der? Das ist immer der Name, Alter. Aber man sieht ja Lebenspunkte gar nicht genau. Wie erkennst du das? Keine Ahnung. Hilfe. Habe ich das jetzt angestellt? Wenn es grau wird, dann... Ich häng fest! Ich möchte einen anderen Turm bauen, deswegen habe ich den da hinten, der nutzlos ist, jetzt mal rausgenommen. Und Hallo. Zwar... Wo haben wir denn hier noch einen Platz? Hallo? Ich weiß nicht, wie du das meinst mit dem Festhängen, aber ich hoffe... Ich häng fest! Ich glaube, du kommst da wieder raus. Nein. Die Plattform unter dir abbauen? Ja, nicht mach ich's, wenn du das nicht kannst. Ich hab schon einen Block gehabt, aber... Ich frage mich sowieso, warum ist da ein Button? Kann man den schießen? Nein. Achso, ja, drück den mal in der Welle. Ja, wie ich weiß nicht genau, was da passiert. Ach, was F. In der Welle? F? Wie? Ja. Da steht aber nichts. Ja, irgendwas muss das jedenfalls tun. Letzte Welle. Drücke F. Dann seht ihr irgendwas? Muss, ich weiß nicht genau, was das tun soll. Oh, aua. Ich hab grad sehr viel getan. Schlagt mich, Gegner, ich muss grau werden. Das war's schon. Das war jetzt ja irgendwie sehr einfach. Ein Sieg. Oh yeah. Ich hab ein graues Geschütz freigeschalten. Cool. Upgrade. Anderes Upgrade. Oh, ich hab den AMP-Turm. Nice. Sowas ist später, glaube ich, wichtig. Okay, ab ins nächste Level. Schau, hat sich gerade geöffnet. Es war vorher eigentlich schon offen, aber okay. Ist ja nicht so, als ob wir schneller angekommen wären, hätten sie uns das Landungsboot gelassen. Kopf hoch. Simo kann uns beide tragen. Korrekt. Korrekt. Ihr nähert euch dem Außenposten. Ein Kern bleibt noch zu aktivieren, ehe ihr ohne Infektionsrisiko vorrücken könnt. Siehst du, wir sind schon fast da. Wahrscheinlich wirst du nicht mal Zeit haben, deine Füße auszuholen. Yay. So viel Story. So, jetzt muss ich mal den Turm angucken. Erhöht den Schaden benachbarter Türme. Ja, ich glaube, so einer lohnt sich. Möchte ich jetzt jedenfalls mal ausprobieren. Ich kann eine dritte Verstärkung mitnehmen. Nice. Ja, Expositionsladung. Perfekt. Genau sowas braucht man als Support. Vor allem, wenn ich AOE-Schaden mache. Das deckt sich. Ich gehe voll auf Support, nur dass du das weißt. Bist der Supporter, okay, wenn du meinst. Ja. Ja, ich habe gestern im Guide gelesen, man sollte nicht nur auf Damage spielen. Gauss-Geschütz. Gut gegen gepanzerte. Soll ich das mitnehmen? Wenn du es benutzen willst. Weiß ich nicht.
Ah, das war das ich gestern benutzt habe. Das hat gar keine Feuerrate. Oh, das ist ein Level mit zwei Türmen, wie eklig. Ja, das schießt sehr selten. Ich glaube alle 10 Sekunden so ungefähr. Oh, da liegt eine Mine. Hallo. Da setze ich die Mine hin. Direkt vom Kern. Okay, ich habe 16 Dinger. Schön. Wie machen wir das am besten? Man kann ja hier ganz klar nicht dafür sorgen. Man muss beide Kerne beschützen. Ja, sieht fast danach aus. Separat. Sehr ätzend. Ach, ich glaube, die Map habe ich auch schon mal gespielt. Kann ich so weit raus, wie ich dachte. Die Doppellabyrinth-Map. Ja, erklär's mir. Was soll ich dir erklären? Was baue ich denn hier jetzt am Scheiß? Irgendwas Cooles. Aua, das tat weh. Ich bin beinahe tot. Lass es doch nicht auf deinen Kopf fallen. Warum kommt man da nicht hoch, Mann? Oh, das Problem ist, dass wir hier zwangsläufig zwei Killzonen brauchen. Was mir persönlich nicht gefällt. Okay. Sieht in Ordnung aus. Ich kann damit leben. Und sollte für den Anfang auf jeden Fall reichen. Ich möchte den Leuten da hoch, aber ich komme da nicht hin. Die ernsthaft? Trotz Doppelsprung? Achso, du hast keinen. Oder hast du, doch, du hast doch. Sogar, den hast du sogar dabei. Ich habe ihn heute nicht mehr mitgenommen. Den habe ich dabei, den habe ich immer dabei. Das ist Teil vom Charakter. Achso, war das der? Komisch, ich dachte, sie kann das. Hä, wie sie? Ich bin doch wie sie. Was? Sah gerade wie Norbert aus, WTF. Geh nochmal in mein Sichtfeld. Bist du blind? Hä? Mehr Kleidung an. Was? Merkst du den Unterschied? Weil letztes Mal hatte ich die andere Kleidung an. Die weniger Kleidung. Ja, das ist ein Mordsunterschied, WTF. Siehst voll aus wie der Roboter. So ein bisschen das ist klein. Doch Kleidung! Ich meine, mag sein, aber trotzdem. Okay, was? Also die greifen von dort an und von da hinten. Ah, warte, ich will hier das größere Feld ist. Am meisten Sinn macht's hier Sachen zu platzieren. Also. Aber was kommen denn hier für Leute? Wenn ich irgendwie nachschauen könnte, welcher. Oh, ich glaube, das könnte dich killen. Oh. Okay, lebst noch? Also das sind die drei, die ich jetzt mal. Wir sollten nicht mehr als 8 Türme bauen auf der Seite. Je nachdem, welche Seite die schlimmere wird. Ja, im Endeffekt. Also, die drei möchte ich auf jeden Fall möglichst schnell auf Maximum upgraden. Und ich habe hier erst angefangen und nicht hier vorne, weil hier vorne sind sie dann nur halb so effizient, weil ja hier außen, wo ich jetzt stehe, keiner spawnt und langläuft. Die drei sind quasi die effizientesten hier. Ja, aber prinzipiell gehen wir mal davon aus, dass uns die vier Dinger reichen. Ach, ich habe den Superturm dabei, gell? Vielleicht sollte ich mir mal überlegen, wie genau der... wo der Sinn macht. Der Superturm hat nicht so die Reichweite. Naja. Also ich wäre soweit. Was kommt denn hier? 20 Normalos, das ist ja kein Problem. Ja. Ich denke, die zwei Stellen machen auf jeden Fall noch Sinn. Vielleicht reichen uns hier ja sogar. Ich mach mal hier so rein. Ja. 6 Türme wären es dann. Was ist das nochmal? Bisschen verlangsamer. Ah, okay. Den könntest du meinetwegen auch hier setzen, wo ich gerade draufstehe. Dann sammeln die sich mehr. Meinst du, das macht Sinn? Ja. Da wo. Ja, ich meine deiner. Ich weiß, ich habe jetzt die Reichweite nicht gesehen. Ich hab jetzt aber wahrscheinlich.
Also ich gebe denen jetzt einen Debuff übrigens auch. Dann machen unsere Türme mehr Schaden oder alle anderen Schadensquellen machen mehr. Ja, jetzt ist die andere Seite dran und wir haben nur 12 Plattformen. Ja, okay, das geht. Also ich hab 6. Ja, ich weiß. Was siehst du das denn? Ach, da drüben. Rechts oben. Ja, da ist meine, meine Herzzahl. Ah ja, ich hab gar keine 120 in dem Spiel. Und nicht immer. Verstehe ich nicht so ganz. Wieso komme ich denn nicht auf 120 FPS durch, wenn das. Wenn meine Festplatte gar nicht aus. Also wenn mein PC gar nicht ausgelastet mit dem Spiel ist, verstehe ich es oder nicht. Okay, was ist denn Labyrinth-Idee? Mal schauen, aber. Hä? Da ist jetzt erstmal zu. Ah, du willst ja ganz zu machen, okay. Vielleicht würde dann auch quasi hier bei dem Baum komplett zuziehen. Aber eigentlich erst später. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, wie wir das hier am sinnvollsten machen. Ich hätte fast gesagt, so und so. Ja, wieso habe ich eigentlich kein Geld die Runde bekommen? Was zur Hölle? Ich hatte doch vorhin mehr. Wieso hast du jetzt über 600? Was zur Hölle ist passiert? Weiß ich nicht. Habe ich versehentlich einen Turm gebaut und du hast den abgebaut? Egal, aber das heißt, dass du jetzt erstmal hier was super Tolles bauen darfst, was alles killt. Weil mehr haben wir nicht. Bin mir nicht sicher, wie das hier am besten weitergeht, ehrlich gesagt. So vielleicht. Und dann hier zu machen, damit sie nach dahinter laufen müssen. Ja, keine Ahnung. Werden wir jetzt schon schaffen, hoffe ich mal. Es kommt überhaupt 15 Normalus und 5 größere Normalus. Eine Mine, sehr nice. Die wird uns retten, diese Mine. So, ja, ich konzentriere mich nur auf die Karte dafür. Nein, ich passe hier durch. Ah, okay. Jetzt kommen sie noch beiden, oder? Ja, Moment, wie genau? 1, 2, 3, nee, 4. Wir könnten das effizienter machen. Was? Hast du ein Problem mit meinem Design? Nee, eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Machen wir es einfach so. Wir werden jetzt nicht unendlich viele Rhinos kommen, hoffentlich. Dann haben wir hier kein Problem. Und 4 Türme haben wir noch frei, was auch gut ist. Ich nehme mein Geld mal her, um da hinten zu upgraden. Was das Labyrinth angeht, ich kann dir noch 2 Dinger geben. Ich stell's mal hier hin.
Kannst es dir mitnehmen, wenn du es willst. Keine Ahnung, auf jeden Fall kein Geld mehr. Oh, starten bei dir, wie es ausschaut. Ich kann sicher rüberschießen. Kann ich tatsächlich. Hier, gönn dir. Aber mir kommen Renner, fällt mir gar nicht. Aber. Ja, mich hat's runtergeschleudert von meinem Knockback. So. Quatsch, was machst du denn hier? War keine Absicht. Komplett pleite. So, soll ich jetzt den letzten Turm bauen oder du? Du kannst ihn bei mir bauen, wenn du willst, oder in Upgrades. Ich mache jetzt nichts mehr außer Upgraden eigentlich auf der Seite. Achso, ja, ich meinte meine Position oder deine Position. Bei mir ist eh schon weniger, oder nicht? Du hast schon 8, also würde ich sagen hier bei mir. Okay, welchen hättest du gern? Mal schauen. Normales Maschinengewehr, hätte ich gesagt. Und du kannst es hier vorne bauen. Welcher ist das? Das Teil hat am meisten. Das Ding, das mehr Reichweite hat als die anderen, die du hast. Also der da? Ja, genau der. Und da? Oder? Ja, genau, ja. Wenn du ihn upgraden kannst, wäre das auch geil. Ansonsten, ich denke von der Menge her, bei mir kommen sogar mehr Gegner nächste Runde. Aber nur Knirpse. Ich mach dem Schweber von vorne Schaden. Liegt es daran, dass das Ding so massiven Flächenschaden macht? Ist interessant. Oder die Waffe kommt durch Panzerungen. Das kann natürlich auch sein. Ich schieß da mal zu dir rüber, bei mir ist gerade Pause. Machen die Gegner Mittag? Sieht so aus, ja. Ah, jetzt kommen bei mir Knirpse. Ready.
Ich habe nicht geguckt, was kommt. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Kann es sein, dass wir zwei Level in einem Part gemacht haben? Warte mal. Wenn du... Ja. Möglich, da. Das andere Level ging irgendwie schneller. Oh, ja, okay, dann war es nicht schneller. Du hast einfach nur überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Ich übrigens auch nicht. Der Krieger ist ein Problem. Der kriegt gleich was von mir auf die Birne. Und? Lebt er noch? Ja. So. Juhu! Denke, bei dir ist das Labyrinth wichtiger. Weiß ich nicht. Achso, stimmt, wir haben halt. Ich setze eine Mine ab. 10 Normalus bei mir, okay, große. Bei dir 40 Knirpse. Und 3, was auch immer das für ein Ungetüm ist. Oh shit, warte, noch nicht. Ich kann ja noch upgraden. Der hier noch auf Stufe 3. Und den hier noch fertig. Sehr schön, bei mir sieht es jetzt so doll rot aus. Okay, ich werde mal auf deine Seite rüber zielen am Anfang. Hat wahrscheinlich mehr Sinn. Ah, du hast das Labyrinth bei dir beendet. Gut. Ja. Nicht ganz zufrieden, aber ja, oder war. Ja, es wird reichen, weil viel weiter kamen die jetzt nicht. Kannst du auf der anderen Seite bei mir weitermachen. Nächste Runde. Ach was, da ist noch was? Ja, schau doch mal nach links auf der Minimap, wie viel da noch offen ist. Könnte man locker noch 20 Dinger platzieren. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die bei mir so weit kommen, weil bei dir spawnen ganz eindeutig mehr. Okay, ach, ein Wackelkopf ist das jetzt. Ja, das ist ein bisschen nervig. Die Wackelköpfe, die gab es im ersten Jahr auch. Oh, bei mir kommen Gegner, ich muss mich auf meine Seite konzentrieren. So, du willst, dass ich bei dir was baue? Naja, wohl. Du kannst. Wo denn? Ist mir egal. Mach's weiter, wie du denkst, dass Sinn macht. Ah, warte, bei mir kommen 2 gepanzerte, 2 Flieger, 6 Spucker. Bei dir kommen 9, was auch immer das ist. Das ist was Neues, glaube ich. Und 2 blöde Schwämme hießen die, genau, ja, Schwämme. Die Schwämme. Ja. Du musst Fall noch bereit drücken, wenn du bereit bist. Muss ich das? Ja.
Okay, was kommt denn da? Schwerer Kampfläufer. Ja, ich sehe schon. Es ist echt gut, ich kann dem von vorne auch Damage machen mit meiner Zweitwaffe. Das heißt, die kannst du theoretisch auch mitnehmen. Also hier kam es noch nichts raus. Okay, gut. Ich brauch dich aber nicht. Aber du kannst trotzdem... Ah, warte, bei dir fängt es jetzt gerade an. Ah. Dann bleib bei dir. Aber das ist gut, dass ich dem Panzerläufer von vorne schaden kann. Sehr angenehm. Ich habe nur noch einen Fatty. Verstärkung, Reichweite 1,75, okay. Reichweite 2,75, also 1, 2. Der wird auch gebufft, oder? Ich habe jetzt hier so einen Buffer gebaut. Der verstärkt 32% Verstärkung, macht der. Und der verstärkt jetzt hier 4 Türme. Ich denke, dass das sehr effizient ist. Okay, wenn du meinst. Ja, ich hoff's. Was kommt denn hier so? Gegner. 4 Rhinos bei mir, da habe ich ja Spaß. Und bei dir? Ja, passt schon. Ich werde wohl zuerst zu dir rüberballern. Hast du nicht immer noch die gleiche Zweitwaffe wie ich? Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ja, eben, das ist saugut. Aber machst du mehr Schaden, wenn ich überhin treffe? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, das heißt, dass du hast es jetzt nicht genau angeschaut. Da sind ein Haufen Zahlen, die da eingehen. Oh, wow, der Rhino hat sich von allein zerlegt. Ich muss mich da überhaupt nicht drum kümmern. Also, ich komme zu dir rüber, bei mir ist irrelevant. Ja, also definitiv, man macht ja hinten Crits und so weiter, das ist schon sinnvoll. Ich helfe dir mal beim Upgraden. Oh wow, 10 Punkte. Also wenn du 10 Punkte hast, da hast du nicht. Ja. Ich hab mein Zeug schon investiert. Ja. Was kommt hier? 13 und 4. 16, 6, 6. Okay, ich kann mich um die Luftgegner bei dir kümmern, wenn ich dran denke, zu dir rüberzuschauen. Ansonsten. Luftgegner? Ja, 6 Stück. Wenn die zuerst kommen, tun sie aber nicht. Stattdessen kriege ich einen Bobblehead. Ah ja, ich sehe den. Und ein Krieger. Auch nicht gut. Ich werde mich wohl hier konzentrieren müssen.
Greif mich mal an. Danke. Oh, shit. Ich sterbe gleich. Die Bobbleheads sind ein Problem. Kannst du nicht gleich töten? Nee. Die eine Waffe macht denen quasi gar nichts. Die laufen gerade durch bei mir übrigens. Die sind außer Reichweite von allen Fallen jetzt. Also kannst... Weiß ich nicht. Wenn du eine andere Waffe hast, mit denen die leichter gehen, können wir gern kurz tauschen. Aber bei... Also wenn ich treffe, mache ich Schaden. Aber ich... Ich weiß es nicht. Ich treffe mit dem Gewehr kaum. Also ich kriege ihn schon noch rechtzeitig down, aber... Mein Gott, ich treffe fast gar nicht. Wieder null, hallo! Leute, Stück Scheiße. Und dann 1000, wenn ich treffe. Der hat ja nur 6500, also. Nach einem Schuss. Wahnsinn. Sehr nervig, die Viecher. Aber was wollte ich denn jetzt tun? Den da upgraden. Ich kann dir einen Turm geben, wenn du denkst, dass du mehr brauchst. Ich denke, dass du mehr brauchst auf deiner Seite, ehrlich gesagt. Nicht irgendwo die Reichweite von dem Ding da sehen? Ich meine, 275, ja. Das sind 1, 2 diagonal. Aber bei macht er, glaube ich, nicht diagonal. Der reicht den gar nicht. Bei mir ist alles abgegradet, außer die letzte Gatling hier. Die tausche ich aus durch was Stärkeres. Good to go. Letzte Welle, okay. Hat sich ja jetzt eh erledigt. Finale. Oh. Finale. Oh. Bislang habe ich noch keinen. Also ist ja sehr witzig. Bei dir ist chill. Dann baller mal rüber. Keine Ahnung. Boss ist erschienen, der ist aber bei dir. Ist der bei mir? Ja, ich sehe das Mods-Symbol auf der Karte, deswegen. Ist das hier schon die vierte Map? Dann ja, würde das Sinn ergeben. Okay, bei mir sind alle tot, ich komm nochmal. Das ist wieder der Typ, der Sachen zerschlägt. Oh, okay, das ist ein Problem. Gut zu wissen, dass das der gleiche ist. Aua. Ich weiß nicht, ob es egal ist, aber es zerschlägt Sachen! Ah, shit! Okay, das ist scheiße, dass er das zerstört hat. Oh, ich bin tot, fuck. Ja, ich auch! Weil ich die Teile alle wieder... Ah, also das ist wirklich nervig. Weil das geht ja total an unserem, an unseren Fingern vorbei. Au, nein! Warum tun die Gegner eigentlich nicht angreifen? Naja, damit kann man sie aber ablenken. Okay. Der Boss hat Priorität, der macht am meisten Schaden. Ich bin schon wieder tot, was zur Hölle? Die haben das auch total umgeändert, weil damals sind die Gegner in den Kern reingegangen, jetzt schlagen sie. Sicher, dass das... ist komplett das umgeändert, vom ganzen Konzept her. Was? Er ist hin. Ne, er ist nicht hin, oder? Die haben das damals nicht geschlagen, die sind reingegangen. Da lebt noch einer hinten, Dennis. Wo denn? Ja, hier auf die Karte schauen, wenn du ihn nicht findest. So, das war's. Oh Mann. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der... Der ist voll nerviger Gegner. Wenn er die... Wenn man wüsste, wie genau der vorgeht... Ja, aber das muss es ja dann gewesen sein, oder? Das war dann... War das die vierte Map? Ja, ich kann, wie gesagt, die Karten nicht sehen. Ich sehe nur links. Nein, eigentlich war das nicht die vierte Map. Oh Gott, das heißt, jetzt kommt noch ein neuer Boss. Weil wir
Wir waren ja gerade hier, wo das Zeug aufgeteilt ist. Und jetzt wird der Außenposten kommen. Okay. Wir werden nicht vergessen, weil dann geht's im nächsten Part. Ciao. Tschüss.